werde gerade gerufen. Du hast neue Sachen. Ja, genau. Und was ist das? Und habe ein bisschen Gerasche und Marshmallows ausgerasselt. Und ich drehe mich um und denke mir, ich glaube, Potato glaubt, wenn sie sich nicht bewegt. Wenn sie im Heu liegt, dann sehe ich sie nicht. Salt, siehst du sie? Da war sie. Oh. Okay. So, Salt. Es gibt Nom Nom Nom. So, Kamera ist aufgestellt. Marshmallow guckt schon wie ein Auto. Spot rennt weg. Und Potato ist da hinten. Warum rennst du denn weg? Guck mal, was hast du denn da? Löwenzahnwurzeln. Gemüsekugel. Ja, da bist du jetzt fast ausgerastet bei, wa? Das habe ich mir gedacht. Es gibt Gemüsekugeln. Ihr habt schon ganz lange keine Gemüsekugeln mehr. Kommt nach vorne, holt eure Gemüsekugeln ab. Oder versteckt euch doch einfach, ist mir doch egal. Hey, kommt nach vorne. Es gibt Echen. Nom nom nom. Ganz viele tolle neue Sachen. Mhm. Wir haben nämlich uns was gekauft. Nein, das ist kein Sponsoring. Wir haben uns das selber gekauft. Mal wieder. Produktplatzierung, wir haben uns das selber gekauft. Genau, 1 Kilo Gemüsekugeln und anderen Stuff, den wir noch nie hatten. Bin ich ja mal gespannt. So, ich zeig das jetzt auch nicht, aber was ist das denn? Bambusblätter. Bambusblätter. Ihr habt ja gehört, es gibt Bambusblätter. Das hatte ich auch noch nie. Ganz ehrlich nicht. Marshmallow, kommt nach vorne. Gib nom nom, hoffentlich. Mal gucken, ob euch das schmeckt. Bambusblätter, ja. Bambusblätter. Also ich habe einfach mal querbeet ausprobiert und überall so 100 Gramm bestellt. Okay, da bin ich ja mal gespannt, was das alles so gibt und ob die das mögen. Salt kommt nicht klar, dass da Heu im Weg ist. Ja, das kommt. Da. Ja, Pfefferminzblätter. Was soll denn das? Gibt's noch mehr? Ist das alles? Wo ist Frischfleisch? Wo ist Frischfutter, meine ich? Ich bin Vegetarier. Veganer sogar, um genau guck zu sein. Rein. Zeig, guck mal da rein. Ja, genau, was soll? Guck mal da rein. Das guck magst rein. Du. Du magst Knabberzeug und so. Ja, geil, oder was da drin ist? Oh. Nee, nee, nee. Nee, 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 nee. Oh, sagst du wieder was zum Knabbern? Das findest du toll? Ja, natürlich finde ich das toll. Was denkst ja, du denn? Guck mal da rein. Wow. Spot, wo kann man das essen? Ja, das kenne ich nicht. Kann man das essen? Ich habe keine Ahnung. Potato ist sich noch unschlüssig, ob die Wand nach vorne kommt. Ihre Operation lief sehr, sehr gut. Und die Wunde am Hintern ist auch schon sehr gut verheilt. Also verheilt gerade. Hallo, junge Dame. Oh, guck mich doch nicht so böse an. Was ist denn los mit dir? Die roten Augen des Teufels. Oh, jetzt geht die Sonne unter. Jetzt siehst du direkt wieder viel lieber aus. Dann gucken wir uns mal deinen Hintern an, ne? Und das ist ihr Hintern. In der Zwischenzeit ist auch die Sonne wieder aufgegangen. Ja, ich würde sagen, das sieht wirklich alles sehr, sehr gut aus. Die Narbe verheilt mit Sicherheit einwandfrei. Und irgendwann wird auch ihr wunderschönes Fell an der Stelle wieder nachwachsen und genauso lang sein wie alles andere. Aber der ultimative Vorteil ist, es ist halt weg. Und einige Leute haben mich gefragt, so ja, wie groß war es denn? Ich hätte mir das in der Operation, danach hätte ich mir das ansehen können, aber ich wollte meinen Mageninhalt drin behalten, deshalb habe ich das nicht angeguckt. Potato, du darfst wieder zurück. Das Update ist erfolgreich erledigt mit dir. Jetzt ist zu viel Sonne, es tut mir leid, soll ich so machen? Dann ist gut. Na, schmeckt das? Ich will ihn trinken. Arznei ist schon drin. Mich im Wasser zum Nachspülen. Kau, 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 kau. Also hat keinen Bock mehr drauf. Versuchst du das wegzumachen? Ja, reicht. Hast du gut gemacht. Da ist jetzt wieder weg. Komm her. Bist frei. Ta-da-ta-ta-ta-ta. Marshmallow, es gibt Essen. Komm nach vorne. Ich weiß, du willst. Und Crumble, du auch. Bald gibt's mehr Meerschweinchen. Wir haben schon alles geklärt. Es gibt eventuell bald mehr Meerschweinchen. Da müsst ihr euch alles noch mehr teilen. Da müsst ihr euch alles noch mehr teilen. Okay, das wollte ich eigentlich im Video noch sagen. Da wollte ich noch ein bisschen was zu erzählen. Ja, ich gucke gerade nach Meerschweinchen und ich habe auch einige in der Auswahl, weil wir wollen ja jetzt von 5 auf 10 gehen. Aber kein Stress, weil wir wollen ja noch das andere Gehege bauen. Aber ich hätte halt jetzt schon wirklich gerne eins. Und ich habe mich jetzt mit einer unterhalten, die ich gefunden habe. Und das klappt. Ich muss dummerweise jetzt noch 300 Kilometer dafür fahren. Einmal hin und nochmal 300 Kilometer zurück. Wir klären gerade nur ab, wann ich es holen kann.
kann. Und dann machen wir auch eine vernünftige Vergesellschaftung mit vernünftig einführen, sie erst da vorne stehen lassen. Und dazu mache ich dann alles Videos. Fast schon hundertprozentig sicher, dass ein neues Meerschweinchen kommt. Wie es aussehen wird, das seht ihr dann in irgendwelchen kommenden Videos. Keine Sorge. Erstmal vernünftig abholen, ankommen lassen. Hier ist es gerade sehr, sehr hell, deshalb bin ich total überbelichtet. Aber ich habe wahrscheinlich eh Meerschweinchen drüber gelegt, damit ihr das Gesicht nicht von mir hier sehen müsst. Okay, vielleicht ein kleines Update. Ich bin gestern noch 600 Kilometer gefahren. Und für alle, die es interessiert, ja, wir haben jetzt ein neues Meerschweinchen. Da ist die Schnute. Wie es aussehen wird, das seht ihr dann in den offiziell kommenden Videos. Ich will jetzt ja noch nicht zu viel verraten. Offensichtlich. 600 Kilometer gefahren und wir haben jetzt ein neues Meerschweinchen. Ey, nicht zu viel von dir zeigen. Nee, guck mal da. Blue Eyes. Ja. Und was ist das denn? Ein neues Poster zu Weihnachten. Das ist Werbung. Okay, das ist jetzt Werbung. Das ist aber nur für uns. Aber gibt's das denn schon zu kaufen? Ich habe gar keine Ahnung. Das kommt. Ich warte nur drauf, dass es endlich mal ankommt. Ja, das wird es dann im Shop zu kaufen geben. Du wartest drauf, dass das ankommt. Ja, heute kam es ja endlich an. Sagst du, während es ankam? Ja. Okay, also das hier ist das neue Poster. Ja, das Weihnachtsmotiv. Weihnachtsmotiv. Und ganz nett hat die Skrillstar nämlich gemalt. Ja. Und das gibt es auch als Poster und Grußkarte und sowas. Hast du gehört? Das gibt's als Poster und als Grußkarte. Im Etsy-Shop natürlich. Im Etsy-Shop bei uns. Das ist jetzt, ich wusste nicht, dass das ein Werbevideo wird. Es tut mir leid. Ich auch nicht, aber es steht halt gerade hier. Ja. Also heute freut sich. Und Patreons bekommen's auch. Ja, Patreons bekommen's auch. Guck mal da. Hier. Mehr Gemüsekugeln und Stuff. Ist das nicht cool? Muss ich jetzt freuen, Zoll. Das sind neue Sachen. Ja. Wieso bist du nur so schwarz im Gesicht? Das ist so schlimm, dich zu filmen. Ja, du bist ganz einfach zu filmen. Aber sie glupscht mich an und ist glücklich. Ja. Du bist glücklich, ne? Das habe ich mir gedacht. Ich müsste einen Baustrahler von vorne hinstellen. Ich mach mal eben ein Foto. Du bist gerade so niedlich fürs Thumbnail. So, das war ein wunderschönes Thumbnail-Foto. Ich hoffe, man kann auch genug sehen. Ich versuche mal von unten ein fressendes Meerschweinchen zu filmen. Und ihr müsst jetzt alle Daumen rauf machen und sagen, dass das voll niedlich ist. Meerschweinchen-Schnuten sind beste. Oh mein Gott, das ist aber wirklich unfassbar niedlich. Ich glaube, ich mache nochmal ein Foto von unten. Das ist ja wahnsinnig niedlich. Und so fühlt man sich als Fressnapf. So, Zolt hat jetzt keinen Bock mehr. Die geht jetzt weg. Du, da komm hier, essen. Er tarnt sich auch. Schnell weg, ich bin aufgeflogen. Ah, ich wurde entdeckt. Dann gehe ich halt wieder unter der Hängematte. Oder nicht doch da hinten hin? Ich habe keine Ahnung, wo soll ich denn nur hingehen? Ah. Ja, aber das Heu kommt auch entsprechend sehr gut an. Ja. Also das, was wir von Katja gekriegt haben. Grüße an Katja. Nochmal auch an dieser Stelle. Wir haben Heu, wir haben einen Sack Heu bekommen. Da stehen die total drauf. Ne, da steht ihr total drauf. Ja, da stehen wir total drauf. Ja. Ja, man hat ja gesehen, Potato lag sogar drin. Also. Ja, genau. Also, Potato approved. Na gut. Was ist los, Crumble? Hast du denn keinen Bock? Es gibt echt cooles Essen, du Socke. Wirklich, wirklich. Guck mal hier. Da. Zack. Guck mal da. Crumble. Ist das nicht cool? Musst du dich freuen, musst du sagen, oh, das ist total cool und jetzt musst du das nehmen und so. Crumble, was ist denn los? Tu nicht so, als ob du was Besseres vorhast. Guck mal da, schieb's dir hier hin. Das ist Essen. So, wenn du da nicht drauf reagierst, dann weiß ich auch nicht. Wie zaghaft sie ist, da komme ich überhaupt nicht drauf klar. Normalerweise rennt sie immer als erstes nach vorne. Was ist los? Möchtest du heute... Okay, dann halt nicht. So, aber hier geht's gut. Gott, ist das niedlich. Eine Schildkröte. So, heute ist eine Schildkröte. Und ihr fresst alle lieber Heu, anstatt das Neue. Naja, ihr seid alles Pappnasen. Ihr gewöhnt euch schon noch daran. Ja, das würde ich sagen. Oh, dann nehme ich das jetzt mal. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ja, ja. Das war euer Krunk. Und bis dann. Tschüss. Und guck das neueste Miri-Video auf die Miris. Erster Link in der Videobeschreibung, offensichtlich. Und ansonsten guckt in den Shop. Bereitet euch auf Weihnachten vor, sonst kommt das wieder so plötzlich.
Und damit alles Gute. Tschüss. Nee, doch lieber abhauen. Ich sehe dich. Aha, aha, die Kamera läuft, alle sind am Fressen, beziehungsweise die drei Kackbratzen. Scheint ja anzukommen, auch der Bambus. Dann bin ich zufrieden, dann störe ich sie auch nicht weiter und tschüss.